Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Rebirth, die 14. Wir sind ja beim letzten Mal hier angelangt und ich hatte mega Schiss, dass hier irgendwie ein Monster ist. Gibt es hier irgendwo ein Licht? Ich glaube, das ist sowieso egal, wenn ich in so einer Erinnerung bin. The wind howls, but I am warm, cocooned under the blanket by the fire. Her head rests on my shoulder, and I listen as her words flow. Plans, hopes, dreams, fantasies. Everything that we know is impossible, but I know that it doesn't matter, for we will be together, and that is everything. Zusammen mit wem und wer spricht da? Okay, schauen wir mal. Also ich behaupte, das sind die Zugstrecken hier und nur eine davon scheint wirklich fahrtüchtig zu sein, oder? Nee, ich glaube, das ist nicht richtig, oder? Okay, ich habe keine Ahnung. Das sind ein paar Dinger, die wie eine 4 aussehen können. Also 1, 2, 3, oder? Alles klar, dann wollen wir mal schauen. Unter dem Zeichen der Ulan, am 8. Aufgang zum 2. Ruf, mache ich, Teoti, diese Aufzeichnung. Der Strom an Vitae ist durch die Korrekturen an Fabrik 6 im ganzen Netzwerk ins Gleichgewicht gekommen. Das bestätigt die neuesten Berechnungen und deutet darauf hin, dass uns mehr als genug Energie zur Verfügung steht, um die Herrscherin am Leben zu halten und gleichzeitig den Anforderungen des Volkes gerecht zu werden, bis in 100 Aufgängen die neuen Fabriken angeschlossen werden. Aufgezeichnet in ihrem ewigen Namen. 8. Aufgang und in 100 Aufgängen. Okay. Was seid ihr? Sieht herzlich ungesund aus. Hier ist sonst nichts weiter, oder? Streichhölzer. Öl rein zufällig. Nein, kein Lampenöl. Okay. Hier vielleicht auch nicht. Okay, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie mir das jetzt alles hilft. I'll do anything. Everything to get you home, my love. I'm here, my love. I'm here. Ich werde auch dafür sorgen. Okay. Also. Nichts. Ah, da ist ein Typ hinter. Ich schätze, wenn ich das irgendwie ans Laufen kriege hier, kann ich die irgendwie hier reinholen. Wenn ich das ans Laufen kriege. Jetzt ist die Frage, habe ich die Tür zugemacht? Ach so, das ist jetzt... Okay. Gut, soll ich mich mal in den Stuhl setzen? Schau mal. Needs energy to bring it to life, I think. This doesn't seem to be working. Have I missed something? Ja, nichts übersehen, denke ich, aber halt auch nichts gemacht. So. Okay, also wir haben hier so einen Teil. Das ist sowohl Doppeltäter angeschlossen, als auch hier zweifach und da drüben auch einmal für das Fenster hier. Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Ist hier überhaupt was? Ich sehe nichts. Okay, also. Mal überlegen. Wir haben das Gerät hier. Wir haben ein paar Wandkritzeleien. Wir haben noch zwei weitere Räume.
In dem Raum passiert nichts, hier passiert nichts. Ja toll, das hilft mir auch nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Aber hier irgendwas. Guck mal, hier könnte doch irgendwas drin sein. Perfekt. Und hier halt das. Aber was kann ich hier machen? Ich behaupte, mal überlegen, ich behaupte, ich muss hier wegen irgendwas machen. Nur wo muss ich dafür lang? Was muss ich machen? Und wie stelle ich das an am besten? Ich komme ja auch nur mal... Ach so. Das habe ich ja komplett übersehen. Da regt sich was. Alter, hört sich das ungesund an. Ich will mich einfach mal ein bisschen weiter umsehen. First time I have seen him in a week, and it is as if 10 years have bent his spine, sapping the flesh and the color from his cheeks. His eyes are red-rimmed. They will not meet mine. Fear grips my heart and starts to squeeze. Son, he says, she is with the gods now. Wer ist mit den Göttern? Geht es da irgendwie um so Familienzeug? Ah. Okay, das da ist gerade aufgeploppt, oder? Keine Ahnung. Under the sign of Edu on the fourth rise at the second calling, I, Atharu, make this record. Research into the revised chamber has led to a breakthrough. Introducing the memory capsules allows for a more intense reaction to the pain, rising to a tensor level of 17 immediately. Subjects no longer rapidly burn out. Our supply problem is solved. Direct stimulation of the nerves, followed by a dose of elixir of emerit, followed by an application of the subject's own best memories. Or to view it another way, fear, oblivion, hope. Fear. So simple. Without fear, there is no vitae. Without hope, there is no fear. So record it in her name eternal. Spielen die mit dem Leben so ein bisschen? Kann das sein? Versuchsobjekt 1145 SV Erstextraktion deutet auf Arbeiterklasse hin. Mit Familienstruktur von einem Partner und zwei Nachkommen zum Zeitpunkt der Gefangennahme. Hoher potenzieller Ertrag. Gemäß Protokoll Fokus weiterer Extraktion auf frühen Kontakt mit Partner und Entwicklungsjahre der Nachkommen. Typische starke Erinnerungen an Ort der Gefangennahme und elterliche Verbindung. Versuchsobjekt 1144 SV. Erstextraktion deutet auf Arbeiterklasse hin. Keine unmittelbare Familie, aber starke Verbindung zu einem einzelnen Individuum. Durchschnittlicher potenzieller Ertrag. Fokus weiterer Extraktion auf Kontakt mit diesem Individuum. Kindheitserinnerung ignorieren, da Fehlen von familiären Beziehungen in der Regel Fehlen von nutzbarem positiven Material bedeutet. Versuchsobjekt 1143 SV. Erstextraktion deutet auf Dienerkaste hin. Keine unmittelbare Familie. Niedriger potenzieller Ertrag. Fokus weiterer Extraktion auf früheste Erinnerungen, aber Ausmusterung in Betracht ziehen. Okay, 1145 war das, ne? Einfach mal merken.
Alles klar. Da ist noch was zum Ansehen. Don't listen to the world, my love. Just sleep. Ich wollte gerade sagen, hör auf mich zu treten. Oh, Amari. I remember when Alice was like this. When we didn't know the future. Oh, my love. We will go home. We will. Mach erstmal das Kind gesund. Oh, ja nett. Das ist ja interessant, ey. Oh, das ist ja langweilig hier mit dann. So wie ich. So. Streichhölzer nehme ich sehr gerne. Ich habe ein paar verbraten. In Paris. It was just the three of us. She loved stories. And she loved to play in the park. And she's with your father now. And you're with me. Oh, and there was Maka. Alice's toy monkey. I've got him here. I'm sure she'd love him to be yours. Ja. Oh Mann, ey. Also. Ja. Okay. Tassi. Ja. Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll, die. Ich dachte doch, sowas kommt. Wie soll ich das denn machen? Okay. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das da machen soll. Ich hatte halt versucht, im aus dem Weg zu gehen, ne? It's okay, my love.
weiß jetzt ja nun mal auch nicht, ob der immer noch hier irgendwo rumgeistert. Ich behaupte ja, aber ich weiß es nicht. Ich will auch nicht safe scammen eigentlich. There's someone in there. Still alive. I don't think I can get it open. I'm sorry. I have no way to help you. Ich meine, ich würde ihm ja gerne helfen, wirklich. Zumindest ein Gitai abholen. Unter dem Zeichen der Idu am 12. Aufgang zum zweiten Ruf mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Der Wiederauffüllungszyklus verläuft jetzt wie folgt. Eine Dose Elixier aus der Blume von Emmerich, um die Erinnerung an den Schmerz zu löschen. Anwendung extrahierten Materials, um in Indar-Spiegel bis über den Schwellenwert ansteigen zu lassen und Potenzial des Versuchsobjekts zu maximieren. Aufgezeichnet in ihrem ewigen Namen. Dann war ja noch so ein Täfelchen. Unter dem Zeichen der Olan am 8. Aufgang zum 4. Ruf mache ich, Ataru, diese Aufzeichnung. Der Prozess der Erinnerungswiedergabe wurde von Suva verfeinert. Kurze Erinnerungsschübe sind optimal. In Kombination mit dem neuen Elixier kommt der Erinnerungszyklus jetzt in nur 57 Ida zur vollen Anwendung. Unser neues Ziel ist die Verkürzung des Schmerzzyklus, um den Ruf des Verfahrens in der Öffentlichkeit zu verbessern. Temaku hat es angeordnet, also muss es geschehen. Aufgezeichnet in ihrem ewigen Namen. Okay, also ich muss ja irgendwie hier rein, schätze ich. Hier rein, dann hier durch. Immer weiter, immer weiter. Bis ich dann eine Brücke zwischen dem und dem da schaffen kann, dann ist ja alles gepowert. Okay. Dann will ich mal ganz einfach schauen, dass ich das hinbekomme. Aber wie kann ich dem helfen? Ist hier irgendwas? Streichhölzer. Kann ich nicht mehr von aufnehmen. Okay. Das ist beruhigend, würde ich sagen. Ich soll ich einfach mal Laudanum nehmen. Ich nehme das mal. Der Doktor sagte, es würde helfen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe immer noch genauso schrecklich aus. Das macht ja nichts. Erstmal macht das nichts. Also hier hinten war nichts und weniger, okay. Also, okay. Ich muss das Ding ja wohl irgendwie auch noch gleichzeitig bewegen, ne? Insofern ja halt wieder spawnt. Alles klar. Also, ich habe hier auch noch was zum Werfen. Ich werde mich jetzt einfach mal hier so hinbegeben. Das hier auch aus dem Weg schaffen. Und dann werde ich hier außen rumgehen, so gut es geht. Insofern, der Widerspawn, weil kann natürlich auch sein, dass der das eben nicht mehr tut. Weil das Spiel sich denkt, ach komm, der ist zu blöd zum Serge. Ich glaube, das Spiel denkt sich, der ist zu blöd zum Serge. Unrecht haben sie nicht, ehrlich gesagt. Okay. Dann halt nicht.
Mach ganz einfach mal hier die Tür zu. Hello, can you hear me? I don't know. Grunt or something if you can hear me. Also. Christ, so close, but I can't reach you. Ich glaube, der ist ganz in seinem eigenen Kopf gefangen. Oh God, even if you can hear me, I don't know how to get you out. Ich weiß nicht. Okay. Ich schätze mal, hier fehlt noch ein Gefäß, ne? Ich schätze so eins. Okay. Auch nicht. Okay, das ist dann hier. Dann fehlt hier noch was. Danke, Amarie. Das ist ganz toller Input. Okay, Moment mal. Was ist hier mit... Ah, okay. Kann ich... Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas gemacht hat. Nee. Es hat da aber irgendwas gemacht. Kann ich jetzt doch... Nicht? Okay, warum nicht? Moment, muss ich noch irgendwie so ein Täfelchen finden, irgendwie? Ja, sowas hatte ich ja schon da eingesetzt. Dann werde ich mal auf der anderen Seite gucken. They inflict pain, and Vitae comes out. Oh, little one. That's what I'll have to do if I want to make you better. Yeah. Das ist leider so, Tassi. Das ist leider so. Okay. Was ist denn hier? Muss das ein anderes sein? Ich nehme einfach... Oh, warte mal. Okay. Okay, Moment. Ich nehme mal das hier. Das sieht schon richtiger aus. Schmerzen zufügen. Vitae entnehmen. Eins, zwei, drei. Okay. Dann wollen wir mal machen. Okay, Moment mal. Also da ist das drauf. Ist hier. Das ist dann zwei. Das ist irgendwo muss noch so ein anderer rumliegen. Ein dritter mit, ich deute das einfach mal als, oh, warte mal. Oh no, muss ich das erst zusammenbauen? Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Moment mal. Also unten kommen die Dinger hin. Alles klar. Ja. Tassi, ich bin da ganz bei dir. Hier ist das Ding.
Das, was wir zuerst brauchen. Das haben wir da drüben. Okay, haben wir noch so ein Flammenviech? Okay, stopp mal. Okay, wir müssen dann auch irgendwann diese Dolche hier einsetzen. Ich schätze mal, ich kann das schon machen. Oh Mann, ey. Ist das unangenehm. Das hier? Oh mein Gott. Oh nein. Oh Gott. Okay, Moment. Also, wir brauchen die unteren, dann alle vier und dann das da oben irgendwie. Jetzt erstmal. Es tut mir leid, Kollege. Ich schätze, damit kann ich aber noch nichts machen. Nee. Okay, also das klappt dann erstmal runter, wenn das nicht gebraucht wird. Oh no. Wie viel ist genug? Okay, ich weiß es nicht. Ich kann nichts machen. Oder? Oh mein Gott. Oh. Alter, wie lange muss man das denn machen? Füll dich doch noch langsamer auf. Mach mal einen anderen Gesichtsausdruck. Das tut mir leid. Ach du meine Güte, habe ich den komplett zerschmolzen? Okay, dann jetzt Pieksdinger. Oder ist das... Oh. Ich hätte mich entscheiden können? Ich hätte mich zwischen drei Dingern entscheiden können. Und ich habe mich wahrscheinlich für eins von zwei der schlimmsten entschieden. Oh mein Gott. Ich dachte, ich müsste alles drei machen. Jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist, dass ich alles drei hätte getan oder dass ich das Schlimmste gewählt hatte, gefühlt. Ich hätte ihn auch abstechen können oder halt. Ich weiß nicht, was das macht. Ich glaube, ich hätte ihn ausgesaugt, oder? Was ist das eigentlich genau? Sind das... Steche ich ihn damit ein... Oh nein, das sind ja fast schon Spritzen, die das dann da aussaugen. Dick... Oh Gott, okay, alles klar. Ich, ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zusehen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mehr oder minder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.